dafür, dass du jetzt doch wieder hier in Frankreich bist. Naja, das kann man sich ganz einfach zusammen, weil ich momentan nicht nach Amerika komme. Das heißt, meine Saison in Amerika hat gestartet, ich komme halt nicht nach Amerika wegen der ganzen Krise. Und ja, deswegen bin ich mit dem Team Bocher schnell zusammengekommen. Wir haben uns da sehr schnell eine Einigung zusammengesetzt und deswegen bin ich jetzt wieder hier in Benrenn. Wie ist denn jetzt nach so langer Zeit wieder mal im Auto zurück? Nein, schon speziell. Also ich bin ja jetzt viel Simulator gefahren, aber trotzdem, man kann tagelang Simulator fahren. Es gibt nie das Gefühl von einem richtigen Rennauto auf der Rennstrecke. Ja, der Anfang war etwas schwieriger. Wir hatten Störungsprobleme, noch Probleme mit dem Setup. Und ja, jetzt fürs zweite Rennen war schon viel besser. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was an der Bremse machen. Da habe ich noch eine kleine Differenz von links auf rechts. Und da müssen wir jetzt schauen, dass wir da noch das Maximum rausgenommen kriegen, dass wir dann hoffentlich fürs Finale noch ein bisschen schneller werden. Okay, ist dein Plan, wirst du jetzt die ganze Saison hier fahren? Das, ja. Würde ich gerne, würde ich sehr gerne, weiß ich aber nicht. Sobald Amerika aufgeht, da steht ein ganzes Team, die haben LKW gepackt, die spielen den ganzen Tag mit Spielzeugen und so, weil die Zeit nicht rumkriegen und warten nur darauf, dass ich nach Amerika komme zu fahren. Ich könnte den Jungs schlecht sagen, wartet noch 2 Wochen, ich fahre noch mal schnell in Venray. Ich denke, da wären die nicht super froh. Okay, was denkst du? Du bist ja am Anfang der Saison in den USA gefahren. Ja. Wie lief's da? Ja gut, natürlich ist das auch neue Rennstrecke, das Niveau ist trotzdem noch was anderes. Da sind viele Teams zu Hause in New Smyrna. Wir kamen mit einem neuen Auto, einem neuen Team. War sehr spannend. Unser Auto war komplett im Reglement. Und in der Nesca ist es halt trotzdem wichtig, so die kleinen Grauzonen zu finden. Und für uns war das ein Rennen zum Lernen. Wir hatten 4 Tage, wo wir einfach die Konkurrenz ein bisschen beobachten konnten und verschiedene Tricks sofort abschauen für nächstes Jahr. Dann hoffe ich auch, dass es dann natürlich dann besser geht. Ja, wir drücken dir die Daumen, dass du rüber kannst in absehbarer Zeit. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn wir dich auch hier sehen. Super. Vielen Glückwunsch für das Rennen. Dankeschön.